Geil, so kann das Video beginnen. Ha! Ich sage natürlich Taschen. Heute gibt es mal ein Fußvideo. Nein, aber ich bin mal zu Fuß unterwegs und will praktisch mir das sogenannte Handyauto kaufen. Weil ich das neulich gesehen habe, das ist auch ziemlich alt schon. Und das lag bei Woolworth oder wo das war, lag das noch rum. Ich hatte es auch in der Hand gehabt. Und aber so wie früher halt auch, habe ich mir gesagt, was will man damit? Letztens habe ich aber dann überlegt, es wäre ja mal cool, das Ding zu haben, auszuprobieren. Handy habe ich ja. Also das einfach mal zu probieren, was es damit auf sich hat. Weil ich weiß nur, dass man da ein Handy reinmachen kann. Und dann kannst du praktisch damit filmen oder so. Also wenn man das hinter sich herziehen würde oder, sagen wir mal, so eine Bahn hat, so ein Track Racing, dass du da das auch runterfahren lassen könntest und dann kann man das eben so filmen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gehst du einfach mal nochmal los. Wäre natürlich jetzt krass, wenn es nicht mehr da wäre, weil das Ding, wie gesagt, ist so alt. Auch zerflederte Karte. Ist mir aber wurscht, weil es wird ja eh ausgepackt. Und ja, dachte, nimmst du das dann einfach mal gleich auf. Dann sieht er mal wieder meine schönen Beine. Und ja, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich im Laden bin. Wa? Hey. So, des Weiteren ist mir eigentlich auch noch eingefallen, diesen Ford, wenn ich mich nicht irre. Nee, Chevy C. Oh Mann. Hören wir uns die Bahn mal an kurz. Den Chevy C10, glaube ich, dass ich mir den auch noch mal hole. Weil ich habe den ja einmal umgebaut. Und ihr wisst ja alle, dass es die gerade ein bisschen günstiger gibt. Also da schlage ich dann meistens zu und sage, gut, kaufen wir noch mal, um den noch mal ja, andere Farbe zu geben, umzugestalten. Eventuell natürlich andere Felgen, aber ich meine eventuell auch mal noch mal versuchen, den noch tiefer zu legen als den ich schon gemacht habe. Und mal kicken. Ja, wir sind auf jeden Fall gleich da. Lecker. Juti, bis gleich. Oh, schade, das hätte ich jetzt natürlich mal aufnehmen können, wie ich so einen Aufkleber abreiße. Kick mal, es heißt Bierball. Was ist das denn, Alter? Ein bisschen aus wie Sternburg-Bier. Ja, wieder einen neuen Aufkleber in meiner Sammlung. So, ihr hört, wie laut das hier an der Straße ist. Das ist hier voll die... Ja, wollen wir ja nicht verraten, wo, aber... Das ist einfach ätzend, Alter. Wer hier wohnt, ey, Respekt, dass die das aushalten. Ich habe ja auch mal so an der Straße gewohnt. Ey, das war einfach nur Stress und Nerv. Jeden Tag. Die Bahn fährt alle 2 Minuten. Die Gesundheit. Nicht mal die Hand vorgehalten. Ach, wir sind ja schon da, Mensch. Hier. Zack, zack. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und wie gesagt, das habt ihr ja neulich schon mal gesehen. Jetzt kicken wir hier auf jeden Fall mal zusammen nochmal. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwas anderes. Den gibt es hier auch oft. Mit diesen Felgen. Die sind eigentlich nicht so schlecht, aber da ist er nochmal, siehst du? Nicht ganz mein Favorit. Das ist hier übrigens echt geil gemacht. Hier ist er nochmal. Oh, und da ist er noch. Krass. Das Ding. Hier ist er nochmal. Krass. Nächste Hand auch nochmal. Kurz rüber kicken können, dann hätte man vielleicht auch schon entdeckt. Aber ich sehe hier nichts. Da ist dieser Ford Focus nochmal. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob das Ding hier noch da ist oder ob das hier reinkauft.
Den wir gekickt, ne? Da ist so der alte Ford Focus nochmal. Das Tesla-Teil. Ja, ist halt was für Kinder, ne? Mal dann, wenn. Dieser Surfgrid nochmal. Der hat ja auch eigentlich coole weiße Felgen. Aber das sind diese Standardfelgen. Die mag ich nicht so. Da ist das Ding nochmal. Dieses komische Teil hier. Oh, guck mal. Mal wie oft hier? 2, 4, 6 Mal. Krass. Aus dem Ding wollte ich eigentlich auch mal was bauen, weil der so einen krassen Motorblock hat. Vielleicht nehme ich das Ding auch nochmal mit. Das war beiseite gelegt. So. Wir sind weiter auf der Jagd nach dem kleinen Pups-Ding. Ja, Pups-Ding gesagt. Das Krasse ist, ihr seht das, Alter. Ich hab das Gefühl, als ob der weg ist. Hier haben wir die Karre mit den hässlichsten Rädern aller Zeiten. Boah, ey. Grottig. Ja, und wie gesagt, ich habe ja neulich erzählt, ich bin auf der Suche gewesen oder auf der Jagd nach diesem Hauler, Red Hauler irgendwie, aber er war nirgendwo zu finden. Hier zweimal der Pajero. Pajero. Ach, da ist er. Geil, 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 geil. Ja. Juhu, oh, kick mir die Karte an, Alter. So, und irgendwie soll mein Handy da drin passen, aber. Ah, das legt man, glaube ich, da dann so rein, so zack. Oder wie? GoPro. Ich weiß ja nicht, ob das passt, weil mein Handy ist viel dicker und größer. Das ist eigentlich schwachsinnig, das zu kaufen, weil. Wie sollen das klappen? Also das Teil macht man wahrscheinlich nach oben, aber das ist ja so schmal, das passt ja nicht. Ja, da sieht man das. Dann macht man das nach oben und klemmt diese GoPro da rein. Achso, das war für eine GoPro und nicht für ein Handy. Weil mein Handy würde hier überhaupt nicht reinpassen. Das würde zwar hier quer rüber passen. Aber das hält denn nicht fest. Also müsste ich da ein Gummi rüberkleben oder so. Gummi. Puh. Ja, komm, ich bin jetzt extra hergekommen. Jetzt nehme ich das Ding auch mit. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ach, das ist nochmal krass. Boah, noch ein besserer Zustand. Krieg mal. Gut hier. Kicken hier trotzdem noch mal kurz. Hier haben wir die Karre noch mal. Die sind hier, meine ich. Boah, ist das krass. Was ist das noch mal? Deora 3. Okay. Haben wir hier noch einen? Nee. Gut. Den Camaro könnte man theoretisch auch mal umbauen. Nehme ich glaube ich auch noch mal mit, weil eigentlich bin ich Camaro-Fan und habe die aber jetzt in letzten Zeiten immer liegen gelassen, wenn die so aussahen. Die stehen nicht auf diese komischen Modelle. Der hat hier noch weiße Räder? Ne, nur hinten, schade. Na gut. Würde ich sagen, wir gehen noch mal ganz kurz nach oben. Mach mal ganz kurz aus. Ein Einkaufskorb fährt mit dem Aufzug oder der Rolltreppe. Mit der Rolltreppe natürlich. Boah, da bin ich fast gestolpert.
Guck mal, da läuft er drin. War natürlich ganz klein zu sehen. So. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben sie auch was Neues hingeschossen. Glaube ich zwar nicht. Ja, Aktion. Das haben sie auf jeden Fall geändert, weil neulich. Naja, egal, komm, ich quatsch zu viel. Aber hier braucht man eigentlich nicht gucken. Hier habe ich alles schon irgendwie durchgewühlt. Hier hat auch irgendein anderer schon sortiert. Guck mal, seht ihr das da? Da hat einer sortiert. Beziehungsweise die übereinander gestapelt, so wie ich das immer mache. Grüße ihn mal rüber an den Linien, der vielleicht hier das Video sieht. So, hier haben wir aber auch alles schon durchgekickt. Wegen weißen Rädern und allen möglichen Kram. Ach so, diesen einen. Siehst du, diesen wie heißt der noch? C irgendwas. Den habe ich jetzt unten nicht gefunden, siehst du mal. Ja, ist meistens so. Immer wenn man was besonders sucht, oder beziehungsweise haben will, ja, dann kriegst du den natürlich. Der ist wahrscheinlich schon weggekauft. Ist aber nur nicht schlimm, weil ich habe noch 2, 3 bestimmt zu Hause. Oder 2 besser gesagt. Trotzdem, ein dritter wäre nicht schlecht. Diesen Nomad könnte man auch mal umbauen eigentlich. Subaru. Das ist ab Subaru da noch hängt. Das ist echt krass. Dieses komische Teil habe ich auch nicht gekauft. Tja, der ist wohl anscheinend weg. Hier hängt aber der Porsche noch. Tuned Porsche. Tja, das ist wohl. Der Porsche hängt auch noch da. Tja, hier hängt zweimal dieser. Tja, meine Freunde. Ihr seht, es ist nicht da. Und unten war der ja auch nicht, ne? So viel ich gesehen habe. Ist diese abgefahrene Karre nochmal? Ja, hier ist er nochmal, dieser Bus. Krass. Tja. Gut, ich kicke jetzt hier nochmal. Und melde mir dann einfach nochmal. So, die hole ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal einfach. Hier wegen den Rädern. Er auch wegen den Rädern. Der auch wegen den Rädern. Der zum Umbauen. Und dieser Bronco oder was das ist. Suzuki ist das, glaube ich, hier noch. Suzuki. Auch nochmal zum Umbauen. Weil bei dem Preis kann man ja echt nicht nee sagen. Ja, und den hier habe ich auch immer liegen lassen, weil den hatte ich einmal in dieser grünen Farbe. Und dachte mir dann so, den brauchst du nicht mehr machen, da hängt er. Das war cool, dass der jetzt hier war. Weil dann konnte ich das vergleichen. Und wenn man den mal so vergleicht, ist das auch schon eigentlich cool. Und dieses Modell ist eigentlich gar nicht so hässlich. Vor allen Dingen hier mit den weißen Rädern. Und wie gesagt, dadurch, dass es jetzt 1,25 € oder was kostet, kann man den mal mitnehmen. Ich hier auch noch überlege, das Ding hier zum Umbauen oder was? Auf jeden Fall ist er ja ganz schön krass hier mit den. Ja, komm, nehme ich jetzt nochmal mit. Der hat ja voll die Verbreiterung da. Seht ihr das? Da auch. Nehmen wir nochmal mit. Fertig. So, gut. Muss reichen. Barbie. Die lieben Freunde, auch hier. Mehr Jungfrau Barbie. Gut, ihr seht, ich bin gut drauf. Bin gut gelaunt, weil das Wetter ist heute auch wieder echt angenehm. Boah, geil. 12 €, Alter. 12 €. Riesenleinwand.
So, Judy. Dann sag ich schon mal auf Wiedersehen im Chat vielleicht. Wie gesagt, schöne Ausbeute eigentlich. Hat sich der Weg hierher gelohnt. Und ich hab wieder was zu basteln. Ich sage viel Spaß beim Video, reinhauen, grüße ihn rüber. Peace, I'm out. Tschüss. So, doch nochmal ganz kurz, als großer Nachschlag. Ich habe jetzt nochmal drei Autos zurückgebracht, und zwar diese Matchbox. Weil die Matchbox-Autos kosten anscheinend immer noch 1,75. Also die zählen nicht zu diesem Angebot dazu. Müsst ihr mal drauf achten, sonst steht da auch an der Kasse und dann habt ihr auch dieses Problem mit Geld zurück und tralala. Bum, bum, bum. Haben sie aber ganz cool gemacht, ohne Probleme. Alle Dude, meinten sie. Also schon top. Und wie gesagt, das war mir ein bisschen zu viel Geld nur für die Reifen da und Umbau und tralala. Ne? Ja, das dazu. Und ich würde sagen, damit bin ich jetzt auf jeden Fall aber raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schöne Finals, falls ihr Olympia kickt. Ich bin ja voll der Fan jetzt geworden. Olympia ist so geil. Echt jeden Tag Sport. Alles Mögliche an Sport vor allen Dingen. Und ja, also schon cool. Juti, auf diesem Sinne sage ich, schön mit euch reingehauen. Peace, I'm out.